nach der Infusion. Hier sind wir in der Praxis von Dr. Appiou. Seit 3 Jahrzehnten sorgt er für die medizinische Betreuung zu Biglen und für die Menschen in den Dörfern drumherum im Emmental. Das macht er aber nicht allein. Die Fäden rund um die medizinische Behandlung hat Sandra in Hang. Sie ist hier die MPA. MPA steht für «Macht praktisch alles». Oder «Medizinische Praxisassistentin». Das heisst Anmeldung, Labor, EKG, Infusionen, Röntgen. Mein Tag beinhaltet eigentlich vom Morgen bis am Abend alles zusammen. Kleine Einzelpraxen wie diese findet man häufig auf dem Land. In grösseren Gemeinden und in den Städten ist es anders. Hier schließen sich häufig ein paar Ärzte und MPAs zu einer Gruppenpraxis zusammen. Hier in dieser Praxis haben wir ein Hausarztgruppenzentrum aufgebaut. Jetzt sind wir 4 Ärzte. Und es sind 5 ausgelernte MPAs und im Moment noch 2 Schülerinnen, die die Ausbildung machen. Eine von den MPAs hier ist Andrea. Ich habe die Lehre in einer kleineren Praxis gemacht, bis in einer grösseren Praxis und bin auch noch Lehrlingsausbildnerin. Ich habe momentan eine Lehrtochter im 3. Lehrjahr. Hier teilen sich die MPAs die verschiedenen Aufgaben untereinander auf. Im Turnus übernimmt jede eine jeden Dienst und ist so überall mal im Einsatz. Es gibt auch so ein bisschen Arbeit, die man Hand in Hand arbeitet. Man muss einfach auch viel miteinander reden. Das ist noch wichtig. In der Einzelpraxis ist der Berufsalltag einer MPA ganz anders als in der Gruppenpraxis. Und trotzdem könnte man sagen, Sandra und Andrea arbeiten im gleichen Team. Sie sind nämlich beide Teile des Ärztenetz Medix Bern. Wie Medix funktioniert, das kann man fast am besten mit den Biobüren vergleichen. Kleine und grosse Betriebe tun sich zusammenschliessen. Die tun sich einigen, mit den nach bestimmten Regeln produzieren. Wenn die Regeln eingehalten werden, dann gibt es eine bessere Qualität für die Patienten. Und das ist den Versicherer etwas wert. Sie sind bereit, unserem Netz etwas zu zahlen, wenn wir uns alle an die Regeln halten und die Patienten gut versorgen. Das Geld investiert Medix in die Qualität, für ihr Angebot noch besser zu machen. Sie finanziert damit Weiterbildungen für Ärzte und MPAs, entwickelt Guidelines für das optimale Behandeln von Krankheiten, erstellt Informationsdossiers für Patienten und macht gratis Grippenimpfungen. Und so schließt sich der Kreis. Wie die Biobauern präsentieren auch die Medix-Ärzte ihre Produkte nicht selber auf dem Markt. Das übernehmen die Grossverteiler. Im Fall von Medix sind das die Versicherungen. Und so wie es verschiedene Bio-Labels gibt, Knospen, Mikrobio, Naturaplan, so heissen auch die Medix-Modelle je nach Versicherung ganz anders. Zum Beispiel Hausarztmodell, Managed Care, WinPlus und so weiter. Der Mechanismus ist gegen der gleich. Der Patient geht mit allen seinen Anliegen immer zuerst zu seinem Hausarzt. Der tut ihn bei Bedarf zum Spezialist oder ins Spital überweisen. Ausnahmen von der Regel sind dringende Notfälle und Routineuntersuchungen beim Augenarzt oder bei Frauenärztin. Wenn er über den Hausarzt geht, haben wir viel weniger Doppelspurigkeiten und viel weniger unnötige Untersuchungen durch Spezialisten. Und das spart einen Haufen Kosten. Medix Bern. Das sind 30 Einzelpraxen und 27 Gruppenpraxen. Hier betreuen 110 Ärztinnen und Ärzte zusammen mit über 130 MPAs mehr als 50'000 Versicherte im HMO- oder Hausarztmodell. Die MPAs spielen in diesem Netzwerk ganz eine wichtige Rolle. Darum haben sie mit Simon Lanzen Vertreter in der Geschäftsleitung, der dort das Ressort MPA leitet. Eine Praxis ohne MPA funktioniert nicht. Aber bei Medix ist die MPA noch viel, viel wichtiger, weil sie hat noch Zusatzaufgaben und Zusatzkompetenzen. Und das kann der Arzt allein nicht übernehmen. Wenn sich eine Patientin für so ein Modell interessiert, muss die MPA darüber Auskunft geben können, ihr erklären, was die Vorteile sind und welche Spielregeln gelten. Wichtig ist auch, dass wenn Patienten in Empfang kommen, dass sie ihnen fragt, in welchem Modell bist du versichert? Bist du normal versichert oder bist du im Hausarztmodell versichert? Der Patient muss uns sagen, bei welcher Krankenkasse er versichert ist und ob er in einem Medix-Hausarztmodell versichert ist
Wenn ja, tun wir das direkt in die Patientenmaske eingeben, dass, wenn man ihn wieder aufruft, dass dann ein Fenster geöffnet wird, wo es uns warnt, wo uns informiert, dass er im Medix versichert ist. Sollte später zu einer Überweisung an einen Spezialist oder in ein Spital kommen, weiss jede und jeder sofort, dass das im Überweisungssystem Blue Evidence eingetragen werden muss. Das Blue Evidence ist dazu da, dass die Versicherungen Zugriff haben auf die Überweisung. Sie sind direkt informiert, dass der Hausarzt den Patienten überwiesen hat. Wenn die Rechnung bei der Versicherung eintrifft, kann die mit Blue Evidence überprüfen, ob die Überweisung von der Ärztin ist angeordnet wurde. Wenn ja, dann zahlt die Versicherung. Wenn nicht, nimmt sie mit dem Patienten Kontakt auf. Dass der Hausarzt die erste und einzige Anlaufstelle ist, ist etwas heikel. Man muss sich darauf verlassen können, dass es wirklich ein guter Hausarzt ist, ein gewissenhafter und einer, was ich uns mit Kollegen. Es gibt die Stiftung Equam und die dort bei jeder von unseren Praxen alle 3 Jahre eine Testung durchführen, inklusive Patientenbefragung, wo man schaut, wie funktioniert die Praxis, sind alle Apparate gut gewartet, sind alle gut ausgebildet, geben alle regelmässig eine Weiterbildung. Wenn man das alles einhaltet, bekommt man das Zertifikat. Ein weiterer wichtiger Bestandteil in der Qualitätssicherung sind die regelmässigen Qualitätszirkel. Nicht nur die Ärzte, sondern auch die MPAs treffen sich regelmässig, tauschen ihre Erfahrungen aus und lernen voneinander. Ein Qualitätszirkel ist eigentlich ein Meeting, ein Treffen der MPAs, der umliegenden Arztpraxen. Und dann gibt es eine Moderatorin, die das Ganze aufgleisen, dass sie so die guten Rahmenbedingungen schaffen. Andrea hat selber die Ausbildung zur Moderatorin gemacht und leitet heute in Bern eine QZ. Moderatorin ist auch einfach eine MPA. Sie hat nicht eine Funktion von jemandem, der einen Vortrag hat. Und auch ich als Moderatorin lehre gerne von den anderen. Beim heutigen QZ geht es um Patientenverfügungen und Organspendenausweise. Irgendein Typ hat zusammengestellt, alle Patientenverfügungen, die es in der Schweiz gibt. Das ist wirklich noch gut. Beim QZ geht es darum, die Fragen zu beantworten, die uns brennen. Und es ist auch so ein Pool, das man eben ansprechen kann, wenn einem etwas Dummes passiert ist. Fehler passieren immer. Wer nichts macht, macht keinen Fehler. Wer viel macht, macht ab und zu einen Fehler. Ich glaube, es ist heikel und wir haben häufig die Tendenz, dass wir Sachen, die wir nicht so genau machen, nicht so gut machen, lieber unter den Teppich wischen. Und da geht es einfach wirklich vor allem darum, nicht einander zu korrigieren, sondern voneinander zu lernen. Am besten lernen kann man immer noch von jemandem, der genau das Gleiche macht, wie man selber auch macht. Es ist viel, viel effektiver, wenn man von einem Kollegen lernt, als dass, wenn man das irgendwo in einer Weiterbildung kehrt, wo ihm von oben herab vorgebettet wird, wie man es machen sollte. Qualitätszirkel, das ist das, was Medix zusammenhält. Und wenn man die Kultur von Medix aufrechterhalten kann, pflegen und weiterentwickeln kann. Das kann sein mit Guidelines, die wir immer wieder rausgeben. Also was ist die beste Art, wie man behandeln kann. Das kann mit kleinen internen Tricks sein für MPAs. Und der Austausch ist durch nichts zu ersetzen. Man muss ehrlich sein, es gibt mehr zu tun, wenn man in der Medix-Praxis ist. Und ein grosser Teil dieser Aufgaben wird von der MPA erledigt. Sie muss Patienten informieren, sie muss Patienten identifizieren, wenn sie kommen, sie muss häufig Überweisungen machen und sie muss auch dazu sorgen, dass die Qualität gut ist. Dafür spielt die MPA in der Medix-Praxis auch eine wichtigere Rolle. Und für die Zukunft geht die Tendenz klar in Richtung mehr Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen. Künftig übernehmen die MPAs eine wichtige Funktion beim Betreuen von chronisch Kranken wie Diabetiker oder Asthmatiker. Sie machen selbstständig Routineberatungen. Dank Zusatzausbildungen können sie z.B. auch Rauchentwöhnungen oder Impfberatungen durchführen. Medix unterstützt MPAs bei diesen Fortbildungen. Die Zukunft von der Grundversorgung, das ist sicher eine Teammedizin. Es ist nicht mehr so, dass der Doktor da oben ist und befiehlt und der MPA ist da unten und tut alles ausführen, was er sieht. Es werden mehr Aufgaben, mehr Kompetenzen, mehr Verantwortung auf den MPA zukommen. Das ist eine Chance für das Berufsbild.